Und damit herzlichst willkommen zu mal eine Runde Faster Than Light, dem neuen Playlist-Format auf meinem Kanal, in dem ich mir ein x-beliebiges Spiel schnappe, bei dem man einfach mal gemütlich eine Runde spielen kann. Spiele, die euch besonders gefallen, könnt ihr dann mit Kommentaren hervorheben und dann wird es davon halt eben öfters mal eine Runde geben können, definitiv. Und gut, okay, nicht lang schnackeln. Wir starten hier einfach mal ein neues Game. Ich habe hier irgendwann mal wo aufgehört, aber ich weiß nicht mehr. Ich sollte schon Confirm drücken, was da war. Ja, Faster Than Light ist, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ob es jetzt ein Roguelike-Spiel ist oder eben nicht. Allerdings, es hat einfach die typischen Elemente eines Roguelike-Spiels. Man kämpft sich durch ein Endlos-Level hindurch bis zu einem gewissen Endboss und den muss man besiegen und schafft man das nicht, stirbt man und startet einfach ganz frisch in seinem Hangar. Und hier haben wir halt eben, ja, unsere Raumschiffe. Ich glaube, ich habe 3 Stück. Das ist das zweite, genau, das dritte. Ja, ich habe tatsächlich wirklich 3 Raumschiffe. Das ist super cool. Allerdings habe ich hier schon verschiedene Layouts für die Schiffe freigeschalten. Also ich war nicht ganz faul. Nur so ein bisschen halbwegs faul, glaube ich. Ich würde sagen, wir starten einfach mit diesem Schiff, weil er 4 Basic Laser hat. Und warum nicht? Das Ganze bitte auf normal. Ach, jetzt weiß ich, was das andere war. Genau, zum Testen der Aufnahme. Und ich würde sagen, ja, die Advanced Edition lasse ich mal so, wie es ist. Und ich erkläre dann einfach im Spiel alles, worauf es ankommt, weil wir haben sehr viel Zeit. Ja, wir sollen einfach der Föderation so ein bisschen helfen, die Rebellen zu vernichten und zu töten und so hin und her und bla 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 und dürfen das natürlich machen. Und unser Schiff hat hier unten verschiedene Slots, Schilde, Antrieb, Medic Bay, also Heilstation. Ich werde es Medic Bay nennen, ist für mich dann einfacher, wenn es schon auf Englisch ist, nur das Spiel. Die O2-Generation, also Luft und Waffen. Diese ganzen Punkte hier oben drüber gibt an, wie viel Energie wir maximal benötigen würden. Wir haben 4 Waffen, also bräuchten wir hier maximal 4 Energie. Maximal haben wir jetzt allerdings auf Reserve nur noch 3, was natürlich ein bisschen schlecht ist. Einen möchte ich noch gerne auf den Antrieb hinzubringen und die anderen machen wir auf die Waffen. Und dann werden die auch schon in Schlachten geladen, hier die 3. Wenn sie so weiß sind, sieht man, okay, sie sind zumindest schon mal aktiv. Unsere Crew-Leute haben natürlich dann auch verschiedene Aufgaben im Cockpit, dass wir Schüssen ausweichen können, dass wir überhaupt fliegen können ohne Autopilot. Antrieb, um bessere ausweichen zu können. Dodge, genau. Und Waffen, damit die eben schneller geladen werden, besser treffen, Schilde, das war einfach schneller die Schilde geladen und auch verbesserte Schilde haben. Und wir können natürlich dann Leute auch für andere Räume zuteilen, aber ich lasse die einfach mal so, weil die Aufteilung ist ja eigentlich schon mal gar nicht schlecht fürs Cockpit, für die Waffe, Schilde und Antriebe. Und hierüber kann man natürlich sagen, okay, ich save diese Position, weil später kann das Schiff beschädigt werden und ich muss natürlich Leute in irgendwelche Räume bringen und dann kann ich hierüber wieder sagen, geht alle zurück. Okay. Da oben sieht man noch die Hülle, die Schilde, wie viel Fuel ich habe, wie viel Raketen ich habe, wie viel Drohnenparts ich habe. Raketen und Drohnenparts brauchen wir allerdings nicht, weil wir nur Energiewaffen haben. Von daher und hier oben natürlich die Hülle und Scrap, das ist die Währung des Schiffs. Ansonsten kann man natürlich alles Mögliche noch upgraden, den Antrieb natürlich besser machen und man sieht, das kostet dann 15 Scrap und dann müsste ich hierfür auch noch eine Energie machen. Um jetzt natürlich noch ein Energiebauerbar zu bekommen, bräuchte ich 20 Scrap. Mhm. Okay. Das geht natürlich nicht. Haben wir ja nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Irgendwie bin ich gerade zu blöde zu wissen, wie man hier weiterfliegt, ne? Ja, mit Space ist Ding und hier oben Jump, ne? Da steht's ganz groß. Das habe ich eigentlich die ganze Zeit auch gesucht mitunter. Ja, und jetzt können wir irgendwo hin jumpen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir hier irgendwann mal ankommen.
Man kann vorher so ein bisschen die Route abgehen, wie man denn ungefähr springen möchte. Nicht, dass man in eine Situation kommt, wo man einfach nicht mehr nach Hause kommt. Oder nicht mehr rauskommt. Das wäre ungeschickt. Man darf zwar wieder zurückfliegen, aber naja. Okay. Hier wird eine automatische Drohne attackiert, einen Outpost von den Dings. Und wir werden natürlich das Ganze schützen. Continue. Jetzt machen wir erstmal Pause und ja, richten mal unsere Waffen aus. Weil es eine Drohne ist, fliegt die automatisch, hat also keine Person drinnen. Machen wir also mal den Computer kaputt, das ist schon mal gar nicht schlecht. Die Schilde, die gehen mir auch auf die Nüsse und Waffen danach ebenfalls. Ja, er setzt natürlich gleich mal so ein Hacking-Tool ein. Dann sind diese ganzen Systeme, die damit verbunden sind, natürlich außer Funktion. In dem Fall sind es jetzt gerade die Türen, was nicht so toll ist. Wobei, bei sowas vollkommen uninteressant. Iron Boost, ja, sorgt einfach dafür, dass wir, die Schilde ausfallen, wenn keine Schilde mehr oder die Schilde schon ausgefallen sind, dann trifft ein Subsystem, dann tut es halt dort weh. Und ich sollte vielleicht Autofire einstellen und nicht nur labern, ja. Kann man auch machen, das ist bei solchen Sachen eigentlich immer sehr anzuraten. Ja, Kamera zerstört, was machen wir? Wir schnappen einfach den Kollegen, schicken ihn runter zum Reparieren, dass wir wieder unser Schiff sehen. Beziehungsweise hier innerhalb des Schiffs sehen. Weil wenn irgendwo ein Feuer wäre oder so, ist das immer blöd dann zu finden. So, wie sieht's aus, Kollegen? Macht ihr mal das Ding kaputt? Das wäre wirklich sehr, sehr, sehr formidabel. Na, reparier doch schneller. Ja, die Crewmitglieder sammeln natürlich auch Skillpunkte. Je länger oder öfters sie sowas machen, eigentlich könnte ich fast die Healbay abschalten und die Waffe die noch dazu setzen, aber naja, naja, naja. Gut, weil wir das Schiff zerstört haben. Einen Moment. Entschuldigung. Heieiei. Gut, also weil wir das Schiff zerstört haben, bekommen wir ein Fuel. Wir bekommen einen Drohnenpart und 8 Scrap. Yay! Und weil wir natürlich den Außenposten verteidigt haben, den geholfen haben, diese Drohne zu zerstören, geben die uns als Dank ebenfalls nochmal 3 Sprit, 2 Raketen und 18 Scrap. Ist doch schön. Oh yeah. Gut. Jump it. Da gibt es einen Notruf. Aber ich würde sagen, wir fliegen erst dahin und dann zu dem Distressed, oder was heißt Notruf? Da ist halt was Interessantes. Message, ja, bla bla bla, Kakoship. Ja, wollen wir denen helfen? Das kann immer so oder so ausgehen. Das kann jetzt gut gehen, muss aber nicht, aber es ist gut gegangen, sehr schön. Man kann dabei angegriffen werden, Crewmitglieder verlieren und so weiter und so fort. Alles nicht so toll. Und herrje. Und ja, hier ist dann eigentlich der Grund, weswegen man seine Reiseroute gut planen sollte, weswegen zurückfliegen manchmal nicht so toll ist. Ja, wir warten einfach mal ab. Also für diejenigen, die das Spiel kennen, wird das vielleicht so ein bisschen, die wissen es halt schon. wir haben schon wieder was gefunden. Sollen die ihnen helfen vor einer riesen gigantischen Alienspinne? Ja, wir könnten jetzt ein Crewmitglied schicken und die Spinne überprüfen, ob es nicht ein Witz ist, um zu töten. Und ja. Okay, sehr schön. Wir bekommen wieder tolle Sachen und auch das Crewmitglied ist natürlich zurückgesendet worden. So, jetzt haben wir eine Menge Scrap. Sprich, wir können erstmal hier einen Energiebauerbar kaufen, damit wir hier die, 4 Waffen voll bekommen. Und dann würde ich fast sagen, sparen wir auf. Wir sparen. Hier unten, das ist übrigens Nebel. Nebel mag ich nicht. Quest, interessant, hätten wir aber die andere Route nehmen sollen. Und ja, Warning, das zeigt ja schon mal, könnte vielleicht ein bisschen schlecht sein. Vor allem hier, das da, jetzt bin ich schon drüber, okay. Die Rebellen sind jetzt natürlich am Vorkommen und sollte man in der nächsten Runde hier immer noch sein, wird man von den Rebellen angegriffen. Von den Rebellen erhält man, wenn man sie zerstört, nichts. Nada, null. Wirklich überhaupt nichts. Was total wahr ist. Total wahr. Okay, wir haben
ein tolles Schiffchen, der uns angreifen will. Und die haben natürlich ein Superschild. Oh yeah. Ich will auch ein Superschild. Also gut, erstmal hierauf. Ich würde sagen, wir machen zwei auf die Schilde. Wir müssen eh erstmal den Superschild runterprügeln, ehe wir überhaupt was machen können. Danach da drauf. Und ich hätte meine Leute vielleicht heilen sollen, weil die nehmen natürlich ja auch Schaden. Was natürlich nicht so toll ist. Aber ich bin mir sicher, der gute Geralt wird das schon überstehen. Wenn nicht, na gut, kann ich auch wenig machen. Feuer, Feuer. Na super. Du gehst da rein. Feuer bekämpfe ich immer gerne so. Einfach mal die Türen öffnen. Warten, bis es ausgeht. Jetzt haben wir natürlich wieder... Achso, ja, weil die Waffen natürlich beschädigt sind. Okay, okay, okay. Wollte gerade sagen, warum habe ich jetzt eine Waffe weniger? Aber das ist ja auch der Waffenraum, ja? So. Würdet ihr den Superschild runterhauen? Das wäre super nice. Gott sei Dank sind wir der Rakete ausgewichen. Raketen sind echt hässlich. Wenn die treffen, das ist natürlich nicht so doll. Na toll. Gut, das kann uns da in dem Bereich eh egal sein. Okay, das waren die 2 und die 3. Sprich, so und so bitte. Du, da drauf. Bleib mal da drauf. Der versucht gerade die Waffen zu reparieren. Okay, er aktiviert jetzt seinen Fast-Light-Antrieb, also den Überlichtgenerator. Es gibt 2 Möglichkeiten, das zu verhindern. Cockpit zerstören oder Antrieb. Oder 3 Möglichkeiten eigentlich, das Schiff zu zerstören, ja. Ebenfalls eine super Angelegenheit. Jetzt müssen wir das Ding hier natürlich erstmal reparieren. Nicht, dass uns das doch irgendwie schädlich kommt. Du gehst bitte... Mini-Bay. Ja, ohne Luft können sie nicht atmen. Wer hätte es gedacht? Aber auch er geht. Man muss bei solchen Sachen echt aufpassen. Die laufen da nicht unbedingt den schlausten Weg, ne? Wenn sie nur noch ein HP haben, der ganze Raum steht in Flammen, dann sagen die, ey, komm, lass uns mal da durchgehen. Egal, brennt halt der Raum. Ist doch mir egal. So. Okay, dann können wir ja weiter jumpen. Ja, bis... Solche Planeten kann man dann übrigens, glaube ich zumindest, kann man die echt noch ansteuern. Ich habe das noch nie probiert. Wirklich noch nie. Irgendwie ist das jetzt gerade voll verlockend. Ja, toll, super, total langweilig. Es ist hier nichts. Dann fliege ich mal halt Donau. ja, wollen wir ihm jetzt Geld geben oder sollen wir sagen, nö, mein Freund, nicht mit uns? Stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, gell? Schilde gehe ich eigentlich immer gerne sicher, dass ich die kaputt kriege. Na? Das dauert immer so lang. Nochmal Antrieb. Ah, Raketen hier. Aber sehr schön, dass wir ausweichen. Also ich bin mir nicht sicher, warum ich heute so Probleme habe mit der Stimme. Also, er will jetzt aufgeben, will uns dafür ein bisschen was geben. Ich sag dazu lieben gerne nein. Auch wenn ich Gefahr laufe, dass das vielleicht eine schlechte Angelegenheit dann ist. Aber hey, immerhin. Ja, Moment, der da kann ja mal da drauf, warum auch nicht, wobei der nächste Schuss zerstört das Schiff eh, ne? Dann ist es ja so oder so, egal. Okay, wir bekommen, ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ich glaube, wir hätten andersrum ein bisschen mehr bekommen. Geralt, du darfst mal wieder in die Medibay gehen. So. Dann return. Do it, do it, do it. Und kommen wir von da aus? Ja, gut, okay. Danach fliegen wir halt in der Exit. Schade, schade, schade. Ja, wir helfen dem zivilen Schiff. Warum denn nicht? Diese bösen Piraten da immer. Habe ich eigentlich bisher immer so geklickt? Ich weiß nicht, man kann es natürlich auch mit der Tastatur machen, ja. Öpp, öpp, öpp und öpp.
So rum lieber. Wenn die Waffen weg sind, Schilde weg sind, dann langt natürlich einer. Ganz klar. So. Das ist vor allem eine hässliche Waffe, die wäre... Also, wenn da Schilde weg sind und die kommen durch... Aua! Okay, mach mal da drauf, warum nicht? Passt es so einigermaßen, haben wir schön alles abgedeckt. Schilde sollte er nicht mehr repariert bekommen. Er sollte eigentlich gar nichts mehr repariert bekommen. Und vom ersten Sektor nicht unbedingt beeindrucken lassen, das ist einfach nur um warm zu werden. Nicht mehr, nicht weniger, ne? So, okay, ja, wir könnten von hier aus wohin? Ja, gut, komm, das nehmen wir noch mit, oder? Wenn schon, denn schon. Oh nein, komm. Warte mal, ist es das überhaupt? Ach, wenn nicht, wird es gleich lustig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon so meine Lieblingsangelegenheit ist, die ich überhaupt nicht mag. Ja, ich glaube, das ist es doch nicht. Dann habe ich gar nichts gesagt. Ja, hau bloß ab mit deiner blöden EMP. Ich will auch EMP. Mann. Nichts Schöneres. Das war klar. Das war, naja gut, uninteressant. Ja. 75%, mein Gott. Es wäre mal schön, wenn du das da hier kaputt machen würdest. Und hör auf, meine Leute bewusstlos zu machen. Mann. Ja, Waffen gibt es wirklich sau viele verschiedene. Jetzt kriegen wir sogar noch eine Boarding Drone. Also wenn wir irgendwann mal eine Drohnenstation hier einbauen, hätten wir dann dafür was Tolles. Die Sternchen über den Personen, Bildern bedeuten, dass diese Leute schon Spezialisten sind. Genau. Einmal den grünen Balken voll, jetzt wird er gelb. Das ist sehr schön. Und wo war? Er war. Ich heile die Leute immer, bevor ich irgendwo anders dahin springe. Repariere auch alles. Ich denke, das dürfte man schon gemerkt haben. Ja, jetzt kann man natürlich überlegen. Will man hier hinspringen, hier hin und dann dahin? Die Zeit würde lang. Man sollte sowas auch... Nein. Also, jedes Mal, wenn ich sowas mache, denke ich mir, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Eine Sonne. Super, Danger. Mhm. Also solare Impulse kommen, die reduzieren natürlich meine Schilde und sorgen dafür, dass mein Schiff in Flammen aufgeht. Dann hat er hier noch eine Drohne, die fliegt jetzt in unser Schiff herum und beschießt uns ständig. Und das ist so eine ganz hässliche Drohne. Von daher müssen wir dafür schauen, dass wir die wegbekommen. Und das recht zeitnahe. Weil wir haben ja andere Probleme. Sonne und so, ne? Das ging schnell. Machen wir mal so, komm, dann kann er gut ausweichen. Bei Lasern ist, glaube ich, uninteressant. Das wäre bei Raketen was wesentlich interessanteres. Aber wir bleiben lieber mal da drauf. Ich traue der Sache nicht. Jetzt kommt dann der erste solare Impuls. Ja, wobei, Moment. Ich glaube, wenn ich das so lösche, dürfte es schneller gehen. Das Schiffslayout ist so ein bisschen blöd. Normalerweise lüfte ich das Schiff immer, dass da gar nicht erst was geschehen kann. Und natürlich bei Solarimpulsen warte ich eigentlich nur, bis meine Crew an der entsprechenden Stelle ist. Einmal könnten wir noch. Wir nehmen aber den sicheren Weg. Wir nehmen den sicheren Weg. Ich meine, ich habe zwei Leute, die geheilt werden müssen. Da rein. Da rein. Heilt euch zurück. Und next Sektor. So, jetzt können wir noch raussuchen, welchen Weg wir gehen wollen. Wir haben... Ja, wir könnten eigentlich hier über den fliegen. Das kleinere Übel, wobei hier den zivilen Weg nehmen, das Nebula nehme ich ungern, das ist nur Nebel, mag ich nicht so. Wir nehmen den oberen Weg, dann kann ich alles mal zeigen, komm.
Soll doch mal eine gemütliche Runde mit allem Möglichen werden, ne? Einen Store, das hab ich nämlich gesucht. Ja, schön. Man kann sich nämlich auch Sachen kaufen, um besser zu werden. Der Weg steht dann auch mal so einigermaßen fest. Herr E. Na. So, diese kleinen Schnitte immer wieder mal ein bisschen zu entschuldigen. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals gerade. Das ist echt blöd. Ja, wir können jetzt hier natürlich Sachen kaufen. Das Blöde ist natürlich schon mal, dass wir... Bin gerade am Überlegen. Will ich auf Drohne gehen? Kostet halt einen Haufen Energie. Brauche ich noch eine Combat Drone? Dann sind wir eigentlich schon über dem drüber, was wir bekommen könnten. Aber wir verkaufen erstmal das Teil. Reparieren das gesamte Schiff. Die Drohnenteile. Also halt, die Drohnenteile können wir hier nicht verkaufen. Stimmt. Dann müssen wir auf Ingame warten. Crew Teleporter. Das ist natürlich schon was Nettes. Mind Control ist auch sehr nett, aber nö. Ich würde sagen, wir rüsten unser Schiff auf. Im zweiten Sektor wird es nämlich ein bisschen hässlich. Sprich, wir kaufen uns 2 davon. 3 davon. Und halt, das war da oben schon richtig, ne? Ich will natürlich auch... Würde auch gerne das SAP-System natürlich aufrüsten. Das geht nämlich auch hier. Cockpit, Kameras und Türen. Vor allem die Kameras und Türen sind sehr, sehr nice. Setzen hier die Energie rein. Gut, jetzt habe ich aber zumindest schon mal die Energie dafür, dass wenn wir die Kamera aufrüsten, dass wir dann da gewappnet sind. So, und jetzt haben wir hier oben dann auch 2 Schildbubbeln. Okay, der nächste Feind ist da, der ein bisschen was auf die Nase möchte. Noch hat er nur ein Schild, die Hülle ist auch noch nicht auf 100%. Aber das wird sich jetzt dann alles nach und nach ändern, ne? Ach ja, jetzt so ein Hillbeam. Aber da bräuchte man ja natürlich mal Glück, dass man tolle Waffen bekommt, ne? Also das Spiel ist sehr, sehr, sehr stark übrigens von Glück abhängig, ja. Also da muss man... Darf man nicht verzagen. Oh mein Gott, wenn ich da dran denke, ja, das erste Mal. Die ersten paar Male. Ja, man braucht halt echt schon Dusel, um gut durchzukommen. Ich hoffe, dass wir einigermaßen Glück haben, aber bisher sieht es leider nicht ganz so sehr aus. Ein Shop und dann nur Krimskrams drin. Und dann springt man natürlich direkt in den Asteroidenfeld. Vorteil, wir haben 2 Schilde. Nachteil für ihn, er hat nur ein Schild. Das bedeutet, na, das ist was ganz Einfaches. Ja, es werden jetzt ständig Meteoriten einschlagen. Die kosten uns dann natürlich immer ein Schild, wenn die uns treffen. Für ihn natürlich der Nachteil, dass er nichts hat. Man könnte hier jetzt rein theoretisch dann auch seine Waffen und Schilde und Antriebe bis ans Maximum leveln. Man müsste eigentlich nur dafür sorgen, dass man bei ihm... Nee, man bräuchte, glaube ich, eine ganz andere Waffe dafür. Na, mit Lasern müsste es eigentlich auch gehen. Dann einfach immer Dauerbeschuss auf den Gegner machen. Oh, das ist ja langweilig, ne? Komm, mach schneller. Wie will ich fliegen? Ah ja, gut, wenn ich jetzt hier rauffliegen würde... Genau. Deswegen immer planen. Hätte man jetzt ein Problem, ne? Weil man halt eben nicht weiterkommt. Okay, wir fliegen hier hin. Sehr gut, dass ich das nochmal überprüft habe. Ja, selbe Vorgehensart und Weise ist auch ganz klar. Das ist halt das Schöne bei dem Schiffslayout, dass man gleich 4 Waffen hat. Wobei, sowas wäre mir lieber. Die Dinger können echt hässlich werden. Vor allem später. Aber je stärker solche Waffen sind, desto mehr Energie brauchen die dann auch unter Umständen. Was heißt unter Umständen brauchen sie? Also, puh, man muss am Schluss dann schon gutes Management haben. Ah, das gefällt mir so in dem Spiel. Tup, tup, komm.
Jetzt macht's Dankeschön. Tja, arme Sau. Hätte sich nicht uns in den Weg stellen dürfen. Moment mal. Wir wollten doch was machen, ne? So, jetzt haben wir die Kameras aufgerüstet. Und wir kommen von dort auch weg. Okay. Mal gucken, was es da Schönes gibt, wenn wir schon da sind. Ja, gut, da ist ein Asteroidfeld in der Nähe und von daher kommt halt eben der Notruf. Wollen wir jetzt reinfliegen oder nicht?